Hallo und willkommen zu einer neuen Folge auf unserem YouTube-Channel. Wir sind zur Sekunde angekommen in Dessau bei der Firma Wagner Tuning. Und zwar kriegen wir heute ein paar neue Ladeluftkühler für meine Limo. Ihr erinnert euch vielleicht zurück, Essen Motor Show 2018. Da bin ich ja mal bei Wagner auf dem Stand vorbeigegangen und wurde dort überrascht, dass es mittlerweile die Evo 2 Variante von den RS4 Ladeluftkühlern gibt. Und die hat es mir so angetan, dass wir jetzt heute mal nach Dessau fahren, damit die Jungs uns mal die Vorteile erklären und wir ein bisschen auf die Technik eingehen von den Ladeluftkühlern, die dann bei mir in der Limo zum Einsatz kommen. Ich persönlich verspreche mir sehr viel davon, weil die Dinger sahen wirklich geil aus und ich bin auch wirklich mal gespannt, was hier in Dessau so abgeht, weil wir sind gerade aufs Gelände gefahren, wie ihr gesehen habt, und das ist schon ganz schön groß hier alles so, ne? Also ich glaube, das wird geil. Aber jetzt gehen wir mal rein. Hey, ja, Junge. Herzlich willkommen bei der Firma Wagner Tuning. Hallo Philipp. Das ist Carsten. Hallo. Firma Wagner. Das ist eigentlich nicht der Haupteingang hier, sondern wir sind einfach mal frecherweise durch den Hintereingang rein, weil wir wollten ja eigentlich auch direkt hier in der Werkstatt und nicht vorne. Du wolltest gleich sehen, was hier abgeht. Genau. So, erstmal kurz für unsere zahlreichen Zuschauer. Was macht ihr eigentlich genau? Also Ben hat das Ganze auf der Messe schon eigentlich so ganz gut erklärt. Also wir sind da schon recht weit, aber nur noch mal kurz zur Auffrischung. Was sehen wir hier heute? Wie gesagt, die Firma Wagner Tuning, früher ja aus dem Tuning-Bereich gekommen. Das heißt, wir haben früher selber Autos umgebaut und alles drum und dran. Wir haben uns entwickelt eigentlich zu einem Hersteller für Ladeluftkühlersysteme. Ja, also nicht nur für Ladeluftkühler selber, sondern alles, was die ganze Peripherie drumherum, Schläuche, Schrauben, Schellen, keine Ahnung, einbaufertige Kits, ja, auch Rennsport-Kits etc., Hosenrohr natürlich auch nebenbei. Ja. Okay, das heißt, wir sehen heute nicht rein nur Ladeluftkühler, sondern auch alles drumherum, weil es passiert alles hier. Genau, ich meine, du willst ja bestimmt mal sehen, was passiert hinter den Jalousien der Firma Wagner, ja, was geht da hinten ab, ja. Und das wollen wir euch jetzt mal ein bisschen zeigen hier, ne? Es fängt auf jeden Fall schon extrem gut an, denn das ist der neue RS4. Da habt ihr natürlich recht viel Glück, ja. Das ist immer mal interessant zu sehen, ja. Und was macht das Auto hier? Weil es sieht jetzt ja auf den ersten Blick aus wie für eine Werkstatt, ist aber keine Werkstatt hier eigentlich. Nein. Das ist im Prinzip Entwicklungsabteilung. Hier werden, also der Werkstattbereich der Entwicklungsabteilung, hier werden Fahrzeuge im Prinzip reingenommen, zerlegt und komplett vermessen. Ja, das, ich kann euch das mal zeigen, der Kollege ist ja da hinten gerade dabei. Ja, gehen wir doch einfach mal rum. Oder wir machen das mal anders. Wie ist denn, also angenommen, einer von euch hat die Idee, ey, wir müssen für diesen neuen RS4 einen Ladeluftkühler bauen. Wie ist da so bei euch, wie sind die Abläufe da so, womit geht das los? Im Prinzip ist es ja folgendermaßen, wir sind ja auch auf vielen Messen unterwegs und haben viel Kontakt zu unseren Kunden. Aufgrund der Nachfragehäufigkeit nach verschiedenen Automodellen haben wir halt eine Prioritätenliste und die wird bei uns im Team besprochen und dann im Prinzip von oben nach unten abgearbeitet. Das heißt, ihr besorgt euch ein Auto? Genau, wir schreiben im Prinzip das aus. Entweder haben wir einen Kundenstamm und wissen, da können wir auf ein Auto zugreifen, Händler etc. Oder halt wir schreiben es halt in den sozialen Medien aus und dann sind die Leute immer recht gerne bereit, ihre Fahrzeuge hier bei uns zur Verfügung zu stellen. Wofür braucht ihr so ein Auto? Im Prinzip wird vorne alles, was um den Ladeluftkühler drumherum ist, komplett zerlegt und bei uns analysiert. Ja, Schwachstellen werden herauskristallisiert, ja, und wir versuchen dann natürlich eine Lösung dafür zu finden. Ja. Okay, das heißt, das ist schon richtig Konstruktion am Auto. Ja, ja. Okay, wir gehen mal gucken jetzt einfach. Ja, auf jeden Fall große Teilepuzzle hier. Ja, so ein wenig. Kurz für die Zuschauer, aktueller RS4 V6 Biturbo ist jetzt allerdings natürlich wieder ein ganz spezieller Fall, weil ich habe es gerade schon gesehen, das ist kein Luft-Luft-Kühler. Richtig, das ist ein indirektes System, ein sogenanntes indirektes System, besteht aus einem Front-Wasserkühler und einem Wasser-Luft-Ladeluftkühler. Ja. In so einem Fall, was baut ihr jetzt hierfür? Wir sehen halt zu, woran liegt jetzt, wo ist die Schwachstelle bei diesem System? RS4 haben wir schon viel mitbekommen, sobald ein Chip drauf kommt, gehen die Dinger in
dann wirklich in die Knie, mhm, ja, und bringen keine Leistung mehr. Wir schauen jetzt nach, woran es liegt. Rein vom visuellen Aspekt würde ich halt auf jeden Fall erstmal sagen, der Wasser-Nahluftkühler, ja, wenn wir uns den anschauen, der ist also wirklich sehr, sehr klein. Mhm. Ja. Das heißt, in so einem Fall, der wird auf jeden Fall größer gebaut? Wir müssen das erst analysieren, aber ich sage mal zu 70% ja. Okay. Und es gibt aber auch Modelle, wo nicht der Kühler der Schwachpunkt ist, sondern vielleicht der Kühler, um das Wasser zu kühlen. Richtig. Gibt's oder auch halt auch Wasserpumpe. Ja, das System ist sehr, sehr komplex. Ja, wir haben ja auch im Prinzip das Mittel, welches die Energie, sage ich mal, transferiert. In dem Fall ist es halt das Wasser. Mhm. Wenn man es nicht schnell genug von einem Kühler in den anderen kommt, haben wir auch ein Problem. Ja. Mhm. Und die Pumpen werden ja alle mittlerweile durch Motorsteuergeräte angesteuert. Es ist nicht mehr so einfach, wie einfach einen Luft-Luft-Kühler zu setzen. Ja, glaube ich. Ja. Darum dauert die Entwicklung von so einem System deutlich länger als beim Luft-Luft-System. Okay. Aber die eigentliche Entwicklung ist schon ähnlich. Also egal, ob es jetzt Wasser-Luft oder Luft-Luft ist, ihr würdet genauso ein Auto kommen lassen, alles zerlegen. Genau. Dann kommt der jetzt zum Einsatz? So sieht's aus. Genau. Habe ich zufälligerweise schon mal ein Video gesehen, wie das Ding zum Einsatz kommt? Wenn wir hier mal rüber gucken in den Messraum, da können wir ein Faro-Arm bei der Arbeit sehen. Was ist besser als ein Faro-Arm? Zwei Faro-Arm. Ich bin kein Faro-Arm, ich bin ein Mitarbeiter, das ist der Faro-Arm. Okay. Soll ich das Ruder einfach mal so nehmen? Ja. Das erklären, worum es hier geht. Also das ist die Chargebag, die geht vom Nahluftkühler zur Drosselklappe. Mhm. Und die nehme ich jetzt, ja, die digitalisiere ich quasi. Also da nehme ich jetzt die Daten davon auf, also scanne das Teil, damit ich es dann später virtuell zur Verfügung habe und das im Prinzip weiß, von wo bis wo muss ich. Hier ist ein Sensoranstoß, da kann ich dann schon mal schauen. Wo muss ich hin? Ja, wo sind Anschaupunkte, wo sind Sensoren, wo ist alles? Und so gehe ich vor mit jedem einzelnen Teil von dem Auto. Plus Auto selber, also Bauraum vom Auto selber. Okay, das heißt, ihr scannt das ganze Puzzle ein, genau, sodass ihr dann am Rechner es wirklich so alles hin tun könnt, wie ihr wollt und auch guckt, was habt ihr an Platz, was müssen wir bauen? Ganz genau. Ich habe das Auto dann quasi virtuell zur Verfügung und kann mir jedes einzelne Teil einblenden und ausblenden. Und weiß dann eben, wenn ich das Fahrzeug habe und der Schlauch in dem Fall ist drin, wie viel Platz habe ich in jede Richtung, also räumlich, weißt du, kann ich komplett. Das klingt auf jeden Fall schon mal aufwendig. Ja. Wie lange sitzt ihr da so dran, bis ihr so ein Auto digitalisiert habt? Je nach Umfang, also bei ihm, alles was hier jetzt liegt, ich sag mal, da brauche ich schon so den ganzen Tag, was Scan angeht, jeden einzelnen Schritt, plus einen Tag was zerlegen und wieder zusammenbauen am Ende. Je nachdem, was zu scannen ist, gibt viele Oberflächen, die jetzt mit dem Laserscanner schwer zu erfassen sind, da musst du dann mit einem leichten Pulver, so einem weißen Pulver, benetzen wir das. Das ist so ein Kontrastmittel für den Laser, damit er das quasi leicht hat, die Oberfläche zu erfassen. Und dann muss es im Nachgang natürlich noch wieder gereinigt werden, schön sauber sein, weil das stinkt einfach. Ja, brennt sich ein, das stinkt dann, das möchte keiner. Und deswegen spielt das auch eine Rolle, wie lange das dauert. Ob ich danach alles nochmal putzen muss oder ob es einfach so geht. Aber ihr habt am Ende theoretisch ein komplettes 3D-Modell von dem ganzen Motorraum. Genau. Von allen Ecken, Stellen und so weiter. Ganz genau. Also natürlich lege ich Augenmerk darauf, was ich brauche. Mhm. Das bringt mir jetzt nichts, das Getriebe zu scannen, weil das werde ich wahrscheinlich nicht benötigen. Ja. Außer mal eine Downpipe und die geht ja, dann. Ja, klar. Also nur die Stellen, die auch fürs Ladeluftsystem jetzt interessant sind. Ganz genau. In dem Fall Ladeluftsystem. Mhm. Je nachdem, was wir machen. Wenn wir Krümmer machen, Ansaugbrücken oder weiß der Geier, dann machen wir natürlich immer diesen Bauraum und die Bauteile, die wir brauchen. Aber so ist es jetzt, wie gesagt, in meinem Fall nicht möglich, wenn ich die Bremse oder sowas das scannen brauche. Nee, das ist schon klar. Aber es ist möglich. Also wenn ich das möchte, dann kann ich das ganze Auto digitalisieren. Das heißt, Schritt 1 ist zerlegen, Schritt 2 ist scannen, Schritt 3 sauber machen, wieder zusammenbauen. Genau. Dann wäre zumindest die Erfassung schon mal abgedeckt. Genau. Und dann geht es weiter, Konstruktion. Dann geht es in die Konstruktion, genau. Dann baue ich das Auto auch virtuell wieder zusammen. Ich habe ja so erstmal nur Einzelteile. Und die muss ich dann wieder komplettieren, sodass ich das Auto virtuell zur Verfügung habe. Mhm. Und das passiert alles oben im Ingenieurbüro. Mhm. Und dann fängt die Konstruktionsphase an. Das machst dann auch du? In dem Fall jetzt, ja. Mhm. So, okay, das heißt, ein Mitarbeiter macht immer bei euch alles? Ein Projekt, so, von Anfang bis Ende. Weil sonst da hat jetzt keiner einen Einblick. So, wenn ich jetzt meine ganzen Daten einem anderen Kollegen gebe, der sagt erstmal, ja, was ist das? Ja.
Weil es ist ein Schlauch. Und wenn du den ersten Prototypen anbaust und er nicht passt, kannst du auch selber auf den Finger klopfen, oder? Das muss ich. Und wenn ich es nicht mache, dann kannst du nicht sagen, der oder der war's, ne? Ja, okay, cool. Ist auf jeden Fall aufwendig, ne? Da ist schon ein bisschen, in der Tat, ja, bisschen Know-how dahinter. Wie viele Autos habt ihr schon gemacht? Auf die Art und Weise? Eigentlich alle bisher. Ja, wie viel sind es? Weiß nicht. 200? War so viel? 200, ja, mit Sicherheit, ja. Boah, krass. Also unsere Datenbank, wir hatten jetzt gerade einen neuen Servo mit neuen Space. Ja. Etliche Terabytes, ja, an also Daten. Wird hier schon, ist schon Wahnsinn, ja. Und zwischen Auto fährt hier rein und es steht hier ein fertiger Kühler. Wie viel Zeit vergeht dazwischen ungefähr immer? Ah, bei so einem komplexen System wie bei denen locker 6 Monate. 6 Monate, okay. Ja. Ist dann eben doch mit Gießform und alles ein bisschen. Das ist richtig aufwendig mittlerweile. Ja, auch jedes Netz muss speziell gefertigt werden, alle Werkzeuge für das Netz. Aber das geht schon richtig Zeit drauf. Das heißt, wenn als Beispiel ihr diese Chargepipe am Ende auch neu konstruiert und es um solche Halter geht und so weiter, die zeichnen es dann auch alle du. Gibt es für alles Zeichnungen und so weiter, ne? Ja, alles da. Nicht nur Zeichnungen, auch 3D-Modelle. Wird es nicht langweilig, ne? Nee, das wird auch ziemlich komplex nachher. Also die Stücklisten sind teilweise sehr, 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 sehr lang, weil führen wir jede Schraube auf. Und wenn wir jetzt eine Carbonluftführung an den Kühler schrauben, sind da schon mal 4 Schrauben mit 4 Unterlichtscheiben. Ja. Kühler und Luftführung, das ist dann schon mal ein kleines Kit. Das ist nur eine ganz kleine Sache. Plus Schläuche, plus alles. Okay, man hat aber natürlich so den Vorteil, dass ihr natürlich so perfekt am Rechner, eigentlich der Traum von jedem, der irgendwas bauen will, das schon so alles gestalten können und gleich sieht, geht oder geht nicht. Genau. Geil. Das heißt, wir gehen als nächstes nach oben und gucken uns das am Rechner mal an. Genau. Habt ihr das Ganze mit dem RS4 auch gemacht? Wir sind ja eigentlich wegen dem D5 hier, wegen meinem RS4. Ja, das sollten wir natürlich da haben. Ja. Auch schon die allerersten Kühler, die es gab? Ja. Auch schon damit? Ja. Da habe ich aber noch einen anderen Scanner verwendet. Mhm. Das ist recht witzig, wenn man den dagegen hält. Den habe ich sogar noch da. Ja. Ja. Also wir können mal kurz daneben stellen, wie wir angefangen haben. Willst du mal sehen? Mhm. Ja, alle sehen. Alter, okay, ja. Das ist natürlich... Das ist ein reiner taktiler Scanner. Wie wir sehen, natürlich, der bewegt sich schon frei, ja. Mhm. Aber kein Laser dran, kein nix, ja. Im Prinzip musste ich da hingehen und habe im Prinzip nur Oberflächen abgefahren damit und im Prinzip Linien erzeugt. Mhm, ja. Konturen, ne? Genau. Ja. Krass. Und das Ding erzeugt automatisch 3D-Modell? Das erzeugt Punktewolken. Ja. Wenn man ganz nah ranzoomt, dann sieht man das. Das ist kein logisches CAD-Modell. Ja. Mhm. Das kann man nicht anfassen. Das ist rein zur... visuell. Genau. Genau, das ist ein Linienscanner quasi, den ich dir das mal zeige. Das ist ein. Dann mache ich mal einschalten. So. Dann siehst du da, das ist eine Linie. Kann man das erkennen? Mhm. Und der nimmt, ich glaube, 19.000 und ein paar Punkte pro Sekunde nimmt er auf. Und damit kannst du eben, wenn du da, also hier scannen und in Echtzeit verfolgen, was ich da gerade mache. Wenn du da mal auf den Laptop filmst. Ah, der rote Bereich oben. Genau. Rot ist das, was er gerade sieht und was er gerade aufnimmt. Das Geräusch kommt, ist diese Messfrequenz eben. Die habe ich, kann ich natürlich ausschalten, aber für mich ist es, ich weiß, er arbeitet. Ja, es gibt ja Bereiche, die er nicht kennt. Ich kenne ihn auch, manchmal ist ganz fies, gegen das Licht zu scannen. Mhm. Weil er kann das Licht als, also er erkennt es als sein Laser und nimmt mir irgendeinen Mist auf. Und das hörst du dann aber, wenn du sagst, ich scanne noch gerade nicht, was machst du da? Und dann habe ich die akustische, das Feedback quasi. Bestätigung, ja. Er macht gerade irgendwas, was auch vielleicht nicht soll. Deswegen mache ich es mal an und höre ihm zu, wie er arbeitet. Krass. Und das Ganze hilft euch, die Kühler am Ende auch von der Performance her fürs Maximum auszulegen, dass er den Bauraum, der zur Verfügung steht, genau. bestmöglich nützt. So sieht's aus, genau. Mhm. Und kann man auch an so einem Modell später erkennen, ob sich das Ganze montieren lässt oder nicht montieren lässt? Weil manchmal ist es ja auch so, dass irgendwas so groß wird, dass es im Weg ist oder so. Nee, das geht leider nicht. Also man kann jetzt nicht irgendwie einen Teil da so rausziehen und der sagt, nee, passt nicht. Wir könnten eine Kollisionskontrolle, nennt sich das, könnte man machen, ist aber
sehr, sehr umständlich, das jetzt im CAD-Modell nachher, muss jedes einzelne Teil einzupflegen und sagen, von hier bis hier, da ist einfach, ich sag mal, Prototyp. Erfahrung, genau. Ja. Dass du jetzt sagst, beim Krümmer zum Beispiel, da muss noch jemand mit dem Werkzeug ran. Ja. Du kannst jetzt einen Rohrkrümmer ganz wild machen, der passt so super erstmal virtuell ins Auto, aber dass der ganze Krümmer an sich noch den Weg reinfinden muss, plus der Werker mit Hand und Werkzeug, das musst du dann erfahren. Genau, darum ist es halt auch wichtig, dass die Ingenieure hier, die die Konstruktion machen, auch das Fahrzeug zerlegen und wieder montieren. Mhm. Ja. Ja, und bei 200 Kühlern ist natürlich auch schon ein bisschen Erfahrung da. Richtig. Ja, wir gehen jetzt mal hoch. Wie viele Ingenieure seid ihr hier, die jetzt nur diesen Scan-Bereich machen? Fünf Stück? Ja. Ist ja auch schon ganz gut, ne? Oh ja. Und die kommen sich aber auch nicht so in die Quere. Das heißt wahrscheinlich eine Woche scannt der, die nächste Woche scannt der. Genau. Die meiste Zeit sitzt man eh im Büro und konstruiert. Ja. Das Digitalisieren ist ja nicht, wie ihr sagt, drei Tage für mit... Haben die so gewisse Sachen, die sie lieber machen und gewisse Sachen, die sie nicht so gerne machen? Ich denke mal, Luftsysteme sind denen deutlich lieber. Deutlich lieber, ne? Na klar. Aber haben schon alle so ein bisschen Autoambitionen, dass sie alle schon Bock haben, auch mal was zu zerlegen? Sonst wären sie nicht hier. Sehr gut. Also Philipp, das ist unser Ingenieurbüro. Mhm. Hier passieren die ganzen magischen Dinge. Ja? Und qualmen die Köpfe. Genau so ist es. Ja? Der Ronny und der Hi. Lukas. Hi. Ja? Wir werden euch jetzt noch ein bisschen was dazu sagen, was denn im Prinzip alles dahinter war bei der Entwicklung der RS4 Luftkühler. Ja? Das heißt, die sind auch genau hier entstanden. Genau so ist es. Perfekt. Das Lukas hat im Prinzip das Projekt komplett betreut, ja, und der kann natürlich am meisten dazu sagen. Mhm. Ja. Wo das steigen wir ein? Ja. Wo steigen wir ein am besten? Am allerbesten schauen wir uns erstmal die Konstruktion an. Ja. Mhm. Und da würde ich euch das einfach erstmal vorstellen. Ihr habt ja unsere Datenaufnahme schon gesehen. Mhm, genau, wir waren gerade schon unten, haben ein bisschen gescannt. Habt ihr euch das angeschaut? Und hier sieht man dann mal, was übrig bleibt von so einem Scan an einem kompletten Fahrzeug oder auch mit der Faro-Technik eingescannt, jedes Teil einzeln. No? Und die wichtigen Bauräume sozusagen, wo im Prinzip am Ende auch der Ladeluftkühler platziert wird, die wurden hier eben sehr genau aufgescannt mit Aufnahmepunkten, wo der Kühler im Endeffekt gehalten werden soll. No? Mhm. Und auch der OEM-Kühler, einfach mal zum Vergleich. Schon mit Luftführung wird dann im Prinzip alles reingelegt in den Bauraum. Da muss man ja auf jeden Fall so ein bisschen so räumliches Denken muss man schon haben, ne? Auf jeden Fall, das wäre von Vorteil, ja. Genau. Und wir haben uns im Prinzip mit der Konstruktion beschäftigt. Evo 1 Variante, Evo 2 Variante, einen etwas kleineren Kühler und einen etwas größeren Kühler. Das heißt, der rote Kühler ist jetzt gerade der Originalkühler. Das ist der Originalkühler mit der Luftführung, genau. Man sieht den von der Seite, muss man mal gucken. Genau, relativ flach im Vergleich zu dem, was gleich kommt. Mhm. Und genau, am besten zeige ich euch das mal. Jetzt ist es sauber. Genau, jetzt ist es sauber. Und hier kommt unsere Evo 2 Variante. Das sind die Kühler, die uns heute noch etwas begleiten werden. Okay, das heißt, ihr seht jetzt hier auch gleich schon, wo man so ein bisschen Schlossträger bearbeiten muss und so weiter. Ist anhand der Größe von den Kühlern wirklich auch notwendig. Mhm. An der Stelle geht leider nicht ohne. Ja, die sehen schon massiv aus. Ja, genau. Und so konstruiert man die dann am PC und konstruiert dann zum unter anderem, je nach dem, was man für ein Kit hat, auch noch Silikonschläuche dazu, genau. Aber für unsere Zuschauer, die sowas nicht jeden Tag machen, konstruieren klingt jetzt erstmal so einfach, ist es aber nicht, weil das sind ja schon alles Einzelteile eigentlich. Das ist ja nicht so, dass ihr da jetzt einen Kühler einfach nur reinsetzt. Richtig, ist richtig. Das sind wirklich alles Einzelteile. Man muss sich vorstellen, so ein Kühler, der besteht sozusagen aus zwei Endkästen und einem kühlen Netz sozusagen. Und die Endkästen sind halt hauptsächlich Freiformflächen. Da muss man konstruktiv schon fit sein. Gibt es bei den Netzen irgendwas zu beachten? Wichtig ist natürlich, dass die Kühlnetze in den fahrzeugspezifischen Bauraum passen. Mhm. Das ist natürlich wichtig und
jedes Fahrzeug hat ja auch unterschiedliche Anforderungen. Mhm. Und diese unterschiedlichen Anforderungen versuchen wir über Simulationen abzufangen. Okay, das heißt, es gibt einmal die eigentliche, ich sag mal, die eigentliche Abmaße. Genau. Und dann aber auch noch Aufbau, Gestaltung genau, und so genau. weiter. Das heißt eigentlich Aufbau, zwei Gestaltung. Punkte, die man festlegen muss. Tubes und Fins sind da essentiell an der Stelle. Genau. Mhm. Okay. Welches Teil würdest du jetzt als erstes konstruieren daran? Oder welches hast du als erstes konstruiert? Hat man als erstes das Netz festgelegt und dann genau, baut man das Netz drumherum? Um den Bauraum abzustecken, auf jeden Fall erstmal das Netz konstruieren, danach die Anschlusspositionen suchen und die Endkästen ranformen. Das heißt, als erstes Festlegung des Netzes, wie geht's dann weiter? Ja. Als erstes ist die Festlegung des Netzes und danach wird einfach geschaut, wo sind meine Anschlusspositionen von Turboladerausgang und Drosselklappeneingang sozusagen. Mhm, das oder, sieht man, oder hier oben schön, ne? Das Druckrohr. Genau, da ist das zu sehen und hier unten auch Turboladerausgang. Ja, mhm. Genau. Und auf diese Position werden dann spezifisch die Endkästen angepasst. Mhm. Genau. Häufig als Freiformflächen mit Halterpunkten, so wie es möglich ist. Mhm. Genau. Okay, ja, und das ist jetzt wirklich Maximum, was man in den B5 reinkriegt? Das muss ich sagen, ich habe da auch gekämpft. Das ist das absolute Maximum, was man reinbekommt in den RS4 B5. Ja, mehr geht nicht. Sehr man gut. kann zum Vergleich auch nochmal unsere Evo 1 Variante zeigen, wenn das jetzt interessiert. Ja. Die hatte ich übrigens ganz am Anfang auch schon mal drin. Etwas kleineren Kühler. Ist jetzt eine andere Technologie dahinter? Ja, ich noch hatte noch die allerersten. Genau, das ist die Evo 1 Variante. Die wurden jetzt nochmal aufgelegt, auf den aktuellen Stand der Technik gebracht. Und ausgehend von diesen Kühlern nochmal die größere Evo 2 Variante. Sieht man hier auch so den Unterschied einfach, dass da schon noch ein bisschen mehr genau Platz ist. Genau, so ist es. Hier sind wenig Anpassungsarbeiten erforderlich. Ja. Und der Evo 2 Kühler ist dann einfach nochmal eine Stufe drüber. Mhm. Und wie geht das Ganze dann weiter, wenn ihr jetzt sowas, so eine, ich sag mal, eine erste Form definiert habt? Wenn wir die erste Form definiert haben und uns die Größen angeguckt haben, ist natürlich erstmal wichtig zu wissen, funktioniert der Kühler überhaupt? Ja. Es kommt ja bei einem Ladeluftkühler immer auf zwei wichtige Haupteigenschaften an. Und zwar ist das einmal der Temperaturverlust, der über den Kühler dargestellt wird, mhm. und einmal der Gegendruck, der durch den Kühler erzeugt wird. Mhm. Ja. Und diese zwei Sachen können wir uns in der Simulation fahrzeugspezifisch jeweils angucken. Und ich habe da was vorbereitet an der Stelle. Das heißt, ihr macht hier nicht nur die reine Konstruktion, genau, sondern ihr könnt genau. schon in gewisser Weise auch schon, ich sag jetzt mal, die Performance später angucken. Genau. Wir können die Performance angucken, können abschätzen, wie viel Gegendruck der Kühler erzeugt, können abschätzen, wie viel Temperaturverlust über den Kühler erzeugt wird. Und man kann natürlich auch zu dem Serienkühler, der ja im Heißen schon vorhanden ist, Thema sich ja auch anguckt in der Datenaufnahme von den Fahrzeugdaten, kann man dann etwa abschätzen, wie viel Performance man rausholen kann. Ja. Genau. Kam es auch schon mal vor, dass er Mist konstruiert hat und in der Simulation gemerkt hat, das war der falsche Weg? Leider nicht. Okay, also funktioniert immer. Ja. Ja, dann zeig mal, was das Ding so kann hier. Okay. Dann müssen wir mal rüber switchen zum anderen Bildschirm. Und zwar sind das jetzt, habe ich den RS4 Evo 2 Kühler genommen, ja, und habe ihn in der ersten Simulation, die ich vorbereitet habe. Simulation muss man dazu sagen, die sind immer nur so gut sie auch mit Randbedingungen gefüttert werden. Ja. Mhm. Also man muss viele Sachen eingeben, um den physikalisch realen Modell so nah wie möglich zu kommen. Und zwar sehen wir hier die Stromlinie von dem Gegendruck. Wir schieben hier knapp 300 Gramm pro Sekunde durch. Das entspricht in etwa 400 PS. Und dazu können wir uns hier den Gegendruck anzeigen lassen, welchen wir auf der Flowbench auch ermittelt haben. Das heißt, der ist nicht überall gleich in dem Kühler, sondern variiert so ein bisschen. So ist es genau. Das lässt sich hier sehr gut erkennen. Man sieht aber auch, dass sich der Druck sehr gleichmäßig über das Kühlnetz verteilt. Mhm.
Wie viel höher ist der Druck vor dem Kühler ungefähr? Was für einen Gegendruck haben wir da, erzeugen wir da? Circa 175 Millibar. Okay, das heißt, unser bzw. euer Evo 2 Kühler erzeugt bei diesen 300 Gramm Luftmasse, die wir da durchblasen, sage ich jetzt mal, nee, gesaugt werden sie eigentlich, ne? Die saugt eigentlich. Nee. Durchgeschoben, ne? Aber die Flaubensch, die saugt ja eigentlich. Die, ne, kann blasen und saugen. Die kann beides, okay. Ja, die So, ich glaube, das ist gerade ein bisschen zu kurz gekommen, was uns diese Animation da überhaupt gerade zeigt. Und zwar zeigt uns das den Luftmassenstrom bei 175 Millibar Gegendruck. Mhm. Und zwar sind das auch diese Werte, die wir auf der Flowbench immer anfangen, um Vergleiche zu schaffen zwischen verschiedenen Kühlern. Und hier drüben ist es dann zu erkennen, der Evo 2 Kühler schafft bei genau diesem Gegendruck eine Luftmasse von über 300 Gramm pro Sekunde, wohingegen der originale Kühler nur ca. 230 Gramm pro Sekunde drückt. Das heißt, der Gegendruck wird theoretisch deutlich gesenkt, weil wenn wir jetzt 230 Gramm durch den Evo 2 Kühler schieben würden, wäre der Druck auf jeden Fall weniger. Exakt so ist es. Das kann man hier auch gut nachvollziehen. Wenn wir hier bei 230 Gramm pro Sekunde sind, wo der Serienkühler 175 Millibar Gegendruck hat, hat der Evo 2 Kühler, wenn man hier mal grob abschätzt, ja, genau, etwa die Hälfte Gegendruck. Mhm. Okay. Ich werde ja später im Betrieb deutlich mehr Luft da durchschieben. Ja. Das heißt wahrscheinlich irgendwo eher im Bereich von 500 Gramm, hätte ich jetzt noch so aus dem Bauch heraus gesagt, pro, okay, Seite. Das könnt ihr wahrscheinlich mit der Flowbench nicht simulieren, ne? Weil die zu schwach dafür ist. Leider können wir das mit der Flowbench nicht simulieren, weil die Flowbench ja auch gegen Atmosphärendruck drückt. Mhm. Sprich, die Luft wird durch die Flowbench ja nicht verdichtet. Mhm. Okay, verstehe. Der zweite Punkt ist Temperaturverlust in dem Bereich. Ja. Da würde ich sagen, gehen wir jetzt mal drauf ein. Okay, alles klar. Dafür habe ich noch was, eine zweite Simulation vorbereitet. Die haben wir jetzt allerdings auch nur mit 300 Gramm pro Sekunde simuliert. Ja. Und hier sieht man jetzt wundervoll die Stromlinien für den Temperaturverlust. Und dazu noch eine Schnittdarstellung, um es zu verstehen. Und zwar wird der Kühler hier idealisiert angeströmt, von vorne mit Kühlluft, 20 Grad. Und man sieht, dass die heiße Luft am Turboladerauslass, 180 Grad, durch den Kühler runtergekühlt wird, und zwar auch durch die gesamte Netztiefe. Und zwar sieht man hier eine Verschiebung im Farbverlauf. Das liegt natürlich daran, dass die Kühlluft, die von außen durch den Kühler strömt, im Kühler schon warm wird und sozusagen am hintersten Teil des Kühlers nicht mehr so gut kühlt wie vorne. Mhm. Und aus diesem Grund sind die Stromlinien, wenn man sie sich hier ansieht, am Ende auch länger warm als vorne. Und am Ende kommen wir hier bei 300 Gramm pro Sekunde, 180 Grad Turbo-Auslasstemperatur, kommen wir hier bei etwa 25 Grad raus. Boah. Genau. Okay. Das ist krass. Ja. Große Kühler. Das ist allerdings was, was wir jetzt, ich sag jetzt mal heute, nicht testen können, oder? Leider nicht. Das können wir nur auf Hessfahrten mit Fahrzeugen testen. Mhm. Genau. Ja, ich werde es testen. Also die 185 Grad kommen auf jeden Fall schon mal hin. So, die habe ich definitiv auch. Ich hatte mit meinen letzten Kühlern, die da drin war, ich glaube, so um die 95 bis 100 Grad rauskam. Oh, heftig. Aber natürlich auch bei einer größeren Luftmasse. Genau. Das muss man natürlich auch sagen. Wie viel Ladedruck fährst du? 3,1 Bar. 3,1 Bar. Oha. Wenn du uns die Randbedingungen da lassen würdest, ja, zu deinem Fahrzeug, Luftmasse, Ladedruck, können wir sowas auch mal simulieren und dann können wir dir jetzt schon sagen, wo das roundabout deine Temperatur hingeht. Das wäre natürlich so mal Engineering at its best, so ungefähr. Wenn wir jetzt Werte mal testen und dann wirklich mal gucken, was am Ende bei rauskommt. Ne? 3,1 Bar. Genau. Ladedruck. Ja. Programmierter Ladedruck. Das, ja, heißt, ja, also da an der Stelle müssen wir mit dem Gegendruck oder muss der Lader ja den Gegendruck nochmal, genau, on top packen? Ja, okay. Ja, okay. Alles klar. Also der Druck ist im Motor drin und nicht Ladeausgang. Okay. Turboauslass? Es ist schon ein bisschen länger her, dass ich es gemessen habe. So das letzte Setup so habe ich definitiv nicht gemessen. Hm. Aber ich würde auch definitiv sagen 180 Grad. Das ist ja auch ein bisschen abhängig, welche Temperaturen draußen, ja, sind. Ja, vielleicht bei 5 Grad. Ja, das ist natürlich Grad Unterschied. Ja.
Okay, und dann bräuchten wir noch Luftmasse. Luftmasse würde ich jetzt aus dem Bauch heraus sagen, 500 Gramm meine ich, kann der Verdichter, okay, der da drin ist. Und ich, da ich eh fast, 500 Gramm. Genau, da ich eh immer 100% fahre, kann man das in dem Moment relativ einfach bestimmen. Alles, ja, cool. Klar. Genau. Interessiert mich auf jeden Fall mal, was dabei rauskommt. Weil vorher, wie gesagt, 95 Grad, das war schon heftig. Das heißt, da fährst du mit Wassermethanol. Genau. Dauert. Und auch nicht gerade wenig. So, okay. Das heißt, das sind jetzt so die Simulationen, die ihr machen könnt. Richtig. Und jetzt würdet ihr hier am PC so lange hin und her konstruieren und Netz konstruieren, bis ihr sagt, das müsste das Optimum sein. Richtig. Da geht es natürlich um die Heads-Auslegung im Speziellen und um Verhältnisse, die man sich da angucken muss. Mhm. Aber das Betriebsgeheimnis. Sehr gut. Und die Netze werden ja auch nicht hier intern gebaut, die lasst ihr woanders bauen. Genau. Und deswegen könnt ihr auch da aber auch sagen, wir hätten jetzt gerne ein Netz, das muss so lang, so breit, so hoch sein. Und das genau wird so nach kommt das dann. Unseren Anforderungen gebaut. Genau. Gebaut, so wie wir das mehr oder weniger perfekt. Ja. Und können wir nochmal nur für die Zuschauer einmal so die Einzelteile so ein bisschen zeigen, dass wir den Ladeluftkühler einfach mal auseinanderziehen und das sehen, das ist Netz, das ist Kasten. Das können wir auf jeden Fall machen. Das ziehe ich mal kurz flow. Wie lange sitzt ihr ungefähr hier so dran, bis so ein komplettes Set, ich sag jetzt mal, konstruiert, gemessen und so weiter ist? Das ist wirklich komplett unterschiedlich eigentlich. Das kommt ganz darauf an, wie umfangreich so ein Projekt ist. Mhm. Also wenn ich jetzt wirklich ein Projekt habe, wo, wie jetzt hier vorne der RS6, wo ich noch Wasserkühler mit dabei habe, wo ich Luftführung noch mit dabei habe aus Carbon und, dann sind da ruckzuck mal 100 Stunden oder 120 Stunden irgendwo verbraucht. Mhm. Haben wir jetzt, sage ich mal, wirklich bloß einen einfachen Kühler, ja, der bestehend ist aus einem Netz und zwei Endkästen, ohne Verrohrung, ohne allem drum und dran, ja, ist das irgendwo 40, 50 Stunden. Mhm. Okay, bei routinierten, sage ich mal. Ja. Hier sieht man nochmal ganz genau Kühlnetz. Ja. Hier ist im Prinzip ein Endkasten, unten auch ein Endkasten und so sieht das dann aus. Welche Möglichkeiten habt ihr denn überhaupt bei der Auslegung des Ladeluftkühlernetzes? Okay, also wir haben erstmal zwei unterschiedliche Varianten vom Netz selber. Also da gibt es erstmal von dem konstruktiven Aufbau her zwei unterschiedliche Varianten. Das ist einmal das Tube-Fin-Netz und einmal das Waren-Plate-Netz. Ja, bei uns nennt sich das Competition und Performance. Mhm. Ja, und dann natürlich über die interne Auslegung, welche Fin-Typen ich nutze für die äußere Durchströmung und welche ich letztendlich für die Ladeluft auch nutze, die Fin-Typen. Darüber kann ich das Ganze auslegen, die interne Netzauslegung. Das heißt, es ist nicht nur jedes Netz genau gleich bis auf die äußerlichen Abmaße, sondern auch der interne Aufbau wird auch quasi von Netz zu Netz unterschiedlich. Jedes Mal individuell auf die Ansprüche vom Fahrzeug sozusagen abgestimmt. Okay, also es ist jetzt nicht so, ihr habt das Netz und ihr macht das halt einen Zentimeter kürzer oder länger, sondern es kann sein, dass das Netz komplett anders eigentlich ist als von dem nächsten. Richtig, genau. Ja, liegt ja daran einfach, dass wir uns den Gegendruck von, also zum einen den Gegendruck angucken und des Weiteren sozusagen die Kühlleistung uns angucken. Ja, diesen Spagat zwischen diesen beiden schwerwiegenden Features, den muss man halt einfach schaffen. Mhm. Ja. Okay. Angenommen, das ist jetzt so das Netz, wie es bei mir zum Einsatz kommt. Das ist jetzt vom Aufbau her ist es ein Tube-Fin-Netz, ja, gerade in der Explosionszeichnung oder in der Explosionsansicht gezeigt, die ganze Geschichte. Ja, wir haben im Hintergrund, sieht man jetzt hier quasi diese Strangpressprofile, die Tubes, ja, ganz viele. Wir haben die Motherboards, sind dann nachher Stanzteile, das heißt, dort werden auch Werkzeuge benötigt, ja, für die Stanzteile. Ja, dann die einzelnen Coverplates für oben, beziehungsweise die inneren Fins und die äußeren Fins. Ja, wenn du das jetzt mal kurz zusammen machst, ja, ist das wieder so ein Netz, wie man es halt wirklich kennt nachher. Ja, das ist also im Zusammenbau jetzt. Mhm. Ja. Das heißt, ihr könnt sowohl beeinflussen die Seite, wo die Ladeluft durchgeht, als auch die Seite, wo der Fahrtwind durchgeht. Genau. Und das Zusammenspiel aus den beiden Auslegungen ergibt dann quasi die Performance von dem ganzen Kühler. Genau. Ja, krass. Also es ist wirklich mehr als einfach nur also die äußeren Abmaße von dem Netz festlegen, sondern es ist wirklich schon so, dass man da ganz ins Detail reingeht und dass ihr wirklich individuell diese Netze baut. Nur auf dieser Basis, also über den Bauraum, den größtmöglichen Bauraum, den ich nutzen kann und sozusagen die beste interne Auslegung und
externe Auslegung des Kühlnetzes. Nur darüber kann ich halt auch den optimalen Ladeluftkühler für das jeweilige Fahrzeug, sage ich mal, entwickeln. Ja. Und das hängt wahrscheinlich dann auch ein bisschen damit zusammen, welchen Druck man später fährt, ob das jetzt ein Auto ist, was eher viel oder wenig Ladedruck fährt? Der Ladedruck, die zu verarbeitende Luftmasse, das Anströmung. Spielt alles so, Anströmung, das spielt alles irgendwo eine Rolle dabei der ganzen Geschichte. Mhm. Ja. Und natürlich kann man jetzt quasi abwärtskompatibel, also für Fahrzeuge, die weiterhin Serie fahren, können trotzdem diese Kühler nutzen, auch wenn die jetzt, sage ich mal, für meinetwegen 3 Bar Ladedruck oder 4 Bar Ladedruck ausgelegt sind, können trotzdem Fahrzeuge, die in der Serie das Gerät nutzen möchten oder den Kühler nutzen möchten, können trotzdem damit fahren und tun ihrem Fahrzeug ja nichts Schlechtes damit. Mhm. Okay, cool. Wie geht's weiter? Ich würde sagen, wir schauen uns einfach unten an der Flowbench jetzt den eher praxisnahen Test mal an. Hier haben wir jetzt quasi die Theorie gesehen. Lass uns einfach runter zur Flowbench gehen und da gucken wir uns nochmal an, ob die Werte, die wir hier, sage ich mal, in der Theorie ermittelt haben, sich dann auch wirklich mit der aus der Praxis decken. Mhm. Okay, perfekt. Ich fasse nochmal kurz für die Zuschauer zusammen. Also hier am PC wird sowohl das Netz an sich ausgelegt, dass es am besten funktioniert, als auch der gemessene Bauraum genutzt, um halt einen kompletten Ladeluftkühler zu konstruieren. Und das Ganze wird dann unten an der Flowbench nochmal kontrolliert. Final. Das gucken wir uns jetzt an. So, wir sind jetzt eine Ebene tiefer. Das ist die Flowbench, wo wir uns schon mehrfach darüber unterhalten haben. Könnt ihr wirklich in einem kurzen, knappen Satz kurz erklären, was das Ding macht? Okay, wir versuchen es einfach mal. Kurzen, knappen Satz. Die Flowbench erzeugt einen wahnsinnig großen Luftstrom bei einem Maximaldruck von 175 Millibar. Mhm. Ja, den kann sie entweder saugend oder, soll ich jetzt sagen, pustend, blasend. Ich darf das erzeugen. Sagen. Genau, also das kann man jetzt quasi an der Maschine nochmal einstellen, dass man entweder saugen oder blasen möchte. Und dabei misst sie... Also ihr fahrt den Druck an. Wir fahren den maximalen Druck an. Und die spuckt dann quasi die Luftmasse aus, die dafür benötigt wird. Exakt, genau. Was wir oben auch schon gesehen haben, in der Simulation haben wir gesagt, unser Kühler ca. 325 Gramm pro Sekunde bei einem Gegendruck von 175 Millibar. Genau, und das überprüfen wir jetzt hier. Normalerweise wäre jetzt der Ablauf, ihr nehmt erst den Originalkühler. Wir haben hier mal die 3 Kühler aufgebaut, beziehungsweise 3 nicht. Original RS4 Kühler. Das waren die allerersten RS4 Kühler, die ihr gemacht habt. Die erste Entwicklungsstufe. So genau, das waren auch die ich in meinem Auto hatte. Das ist mittlerweile, glaube ich, 8 Jahre her. Reicht wahrscheinlich gar nicht. Ich glaube, 10 Jahre wurde das Projekt irgendwann mal angestoßen. Ja. Zeit vergeht. Die liegen halt einfach grob jetzt 10 Jahre zwischen den beiden Entwicklungsstufen. Ja. Und dann ging es weiter, das ist die überarbeitete Variante. Ist das auch die aktuelle Version? Die aktuelle Version, überarbeitet. Hat halt quasi neue Endkästen bekommen, die halt schon ein Stückchen strömungsbegünstigt sind und das Netz sozusagen auf der letzten TubeFin-Technologie. Und man merkt, also hier seht ihr das, diesen strömungsoptimierten Bereich halt einfach, dass diese Leerräume hier nicht mehr da sind und man merkt es auch tatsächlich beim Hochheben am Gewicht. Und das können wir euch natürlich jetzt gerade schlecht zeigen, aber man merkt es, dass dieses Netz einfach wirklich leichter ist. Genau, also wir haben ja hier so ein typisches Bar-and-Plate-Netz. Bei der gleichen Baugröße spricht man irgendwo von einem Gewichtsunterschied von ca. 30% zu einem TubeFin-Netz. Wie wären die 3 jetzt auf der Flowbench? Der logischerweise am schlechtesten? Genau. 1, 2, 3, 4. Die erste Entwicklungsstufe selber ist natürlich, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, man muss immer diesen Spagat wählen zwischen Gegendruck und Kühlwirkung. Der war von der Kühlwirkung nicht ganz so gut, dafür hatte der weniger Gegendruck als quasi unsere jetzige Variante, obwohl das hier immer noch weit über dem Wert von den Originalen liegt. Hier mehr Fokus sozusagen gelegt auf die Kühlwirkung. Mhm. Ja. Okay. Aber Evo 2 nochmal eine Nummer krasser. Evo 2 ist dann quasi das Maß aller Dinge. Wir stellen ihn gleich, wenn wir ihn gemessen haben, auf jeden Fall nochmal daneben. Dann seht ihr nämlich nochmal, wie groß der Unterschied dann doch ist. Ne? Ich wollte gerade sagen, ich kann ihn das erste Mal in die Hand nehmen. Ist aber nicht so, weil ich habe ihn auf der Messe schon gesehen. Ja, dann schmeißt mal an die Kiste hier.
So, gut, und jetzt lässt sich hier ganz gut erkennen, wir haben auf der 7. Stufe, das entspricht im Prinzip diesen 175 Millibar, haben wir einen CFM-Wert von 533,9 und das wiederum entspricht 320 Gramm pro Sekunde. Also man muss dazu sagen, die Maschine arbeitet ja, mit amerikanischen Werten, mit Einheiten. Genau. Ja, das heißt, 70 sind hier quasi die Wassersäule, ja, was letztendlich 175 Millibar sind. Und die CFM sind halt Cubic Feet per Minute. Umgerechnet in Gramm pro Sekunde sind das irgendwo 320. 325. Ja, kleine Abweichung logischerweise, ganz klar. Wir haben jetzt da oben das ideelle, theoretische. Hier unten mit Fertigungstoleranzen in die Füllung der Tubes selber ist nicht immer einheitlich. Ja, also da eine Abweichung zu bis zu 5% ist möglich und auch vollkommen vertretbar. Was ist das dann so für ein Gefühl, wenn er es hier messt und tatsächlich das Richtige bei rauskommt? Das bedeutet, dass wir eigentlich alles gut gearbeitet haben. Ne? Okay, genau das gleiche habt ihr logischerweise mit den anderen Kühlern auch schon gemacht. Ja. Das brauchen wir jetzt nicht nochmal vormachen, dann glauben wir jetzt die anderen Werte auch. Das wiederum heißt, man merkt sogar, dass der sogar warm wird. Ne? Warm wird er durch letztendlich die Maschine erzeugt, durch diesen großen Luftstrom, den sie erzeugen muss, wird diese ganze Geschichte halt warm. Also es wird jetzt nicht warm, weil es den Luftstrom durch die... Also die Luft ist schon warm, die reingeht. Genau, durch die Maschine einfach. Cool. Ja, ich glaube, an der Stelle sind wir eigentlich, ich würde sagen, soweit durch, was die Konstruktion und Auslegung von dem Kühler angeht? Zumindest von dem RS4. Von dem RS4? Das macht ihr mit jedem Kühler? Das ist der Stand der Dinge, das Stand unserer Technik. Wir sind natürlich auch bemüht, uns jederzeit weiterzuentwickeln und da auch, sag ich mal, immer das bestmögliche Produkt auf den Markt zu bringen. Also egal, welcher Originalkühler hier reinkommt, der wird auch immer einmal durchgemessen, ja, genauso mit einer abschließenden Kontrollmessung. Ne? Genau, das Prozedere bleibt immer das Gleiche. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mit Carsten in die Fertigung rüber. Und dann gucken wir uns nämlich an, wie dieser Kühler noch gebaut wird. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Hat Spaß gemacht. Wir haben jetzt haufenweise Experten hier. Und es wird ja bestimmt auch nicht ersetzt, Mann. Wie immer hätte ich es jetzt gerade fast vergessen. Ich wollte euch ja noch den Unterschied zwischen Evo 2 und Evo 1 zeigen. Ihr seht, der Evo 2 Kühler ist deutlich tiefer, deutlich männlicher oder einfach geiler. Das war Teil 1. Wir gehen jetzt rüber in die Fertigung und das seht ihr im zweiten Teil.